Ich höre Zombies. So, den haben wir schon mal. Ich sehe gar nichts. Bin ich mal zur Seite. Ich würde gern irgendwo hinschießen, wo ich... Ach Gott! Gut, das ist nochmal gut gegangen. Ich würde eben halt auch gern schießen, wenn ich auch was sehe. Das wäre mir eigentlich schon wichtig dabei. Aber hat ja alles noch gepasst. So, bei Billy nachgeladen. Dann noch kurz wieder rüber. Es ist immer das gleiche Spielchen, aber muss halt auch sein. Ich lade auch lieber so nach, als die dann hier im Spiel nachladen zu lassen. Ich verstehe nicht, was die immer für ein Fable haben mit nackten Zombies zum Ende des Spiels hin. Wie kommt das denn immer? Was machen die denn immer, dass die dann nackt rumspringen? Naja, wer weiß. Tagebuch des Werksleiters. 10.05. Verdammt! Warum wird normaler Industriemüll hierher gebracht? Diese Anlage gehört der Umbrella Corporation. So viel Müll können wir nicht verarbeiten. Noch dazu schicken sie uns Giftmüll, den wir nicht entsorgen können. Was sollen wir damit machen? 24.07. Die wollen scheinbar das Werk schließen. Kein Wunder, nach dem, was hier lief. Es war nötig, aber ziemlich plötzlich. Bislang war es ihnen auch egal. Hauptsache, ich komme hier raus. Mir ist egal, was die tun. Okay. Wenn du einer von den Leuten bist, die gerne Orgien feiern, glaube ich, hast du Pech gehabt. Dann ist das wohl schief gegangen für dich. Nochmal kurz schauen, ist das Gewehr denn nachgeladen? Ja, sehr gut. Ich werfe nochmal einen Blick auf die Karte. Ich muss immer mal kurz hier gegenchecken. Okay, hier gibt es halt auch überhaupt nichts irgendwie zum links-rechts ausweichen. Also, das sollte schon so passen, wie es ist. Gut, schauen wir uns mal an, ob der Aufzug denn fährt hier. Billy, komm rein. Ich hoffe einfach mal, dass beide dabei sind. Ja, wunderbar. Sind wir denn jetzt in K9, so wie ich das erwartet habe? Ja, genau. Also wir haben jetzt die K8 übersprungen. Weiß nicht, wann wir da mal hinkommen. Irgendwie, es gibt da eine Leiter. Und der Grundriss sieht ziemlich ähnlich zu dem anderen Raum aus, aber... ach, die ist hier. Siehst du mal, wir kommen hier. Genau, wir fahren von K7 mit dem Aufzug nach K9, um von da aus mit der Leiter nach K8 zu kommen. Das macht total Sinn. Das macht total Sinn, aber wir machen es einfach mal. Okay, und ansonsten haben wir hier... Das ist ein totales Durcheinander. Ich sehe aber schon, wir kommen dann über diese Treppe, die da so mittig ungefähr ist, kommen wir dann auch nochmal nach K8. Und kriegen dann hier auch die letzten Räume mit. Das heißt, wir können dann da die Tür aufmachen, die von der anderen Seite wahrscheinlich verschlossen ist. Es ist ein totales Durcheinander hier. Aber man blickt durch, wenn man sich so ein bisschen reinfitzt. So, wir gehen erstmal kurz die Treppe. Quatsch, die Leiter untersuchen. Oh, was jetzt? Crap! Crap! Nicht dein Ernst, der Tyrant? Nicht dein Ernst? Ich habe meine Magnum nicht dabei. Holy shit! Nicht hier! Ach komm schon! Ich kann doch nicht... Du meinst das jetzt nicht ernst, oder? Lass mal kurz auf die Karte schauen. Kann ich denn hier im Kreis gehen? Nein, kann ich nicht. Ach du Scheiße. Quatsch, jetzt habe ich die falsche Taste gedrückt. Ach du Scheiße. Lass mal gehen. Rebecca, folge mir. Unauffällig. Sehr unauffällig. Müssen wir hier irgendwas drücken? Es ist jetzt zu gefährlich, da hochzugehen. Willst du mich verarschen? Es ist jetzt zu gefährlich, von hier abzuhauen? Wow! Alter! Krieg dich ein! Rebecca, folge mir! Ich baller einfach mal drauf. Alles, was wir haben. Ich habe keine Ahnung, ob ich ihn überhaupt treffe. Oh, sehr gut. Am Ende des Wahnsinns. Gut, dass wir den Granatwerfer haben. Ich
bin ganz zufrieden mit dem Verlauf. Auch wenn ich jetzt meine sämtlichen Napalmgranaten gerade an ihm zur Erschöpfung gebracht habe. Aber wir haben ihn. Das ist die Hauptsache. Ich habe keine Ahnung, ob der uns nochmal penetrieren wird. Aber erstmal haben wir ihn. Gut, ich glaube, ich schmeiß mal den ganzen Scheiß zu Billy rüber. Der ist der Mann, der darf schleppen. Okay. Wir wechseln wieder zurück auf die normalen Pistolen. Pistölchen. Wollt ihr nicht nochmal irgendwie drauf treten oder so? Oder vielleicht, keine Ahnung, irgendwas mit ihm machen, damit ihr sicher sein könnt, dass er nicht mehr wiederkommt? Alter, der Tyrant kommt an den dümmsten Orten hier in dem Spiel. Da ist sein Knopf. Das hast du sehr gut erkannt, Mädchen. Das gibt eine 1 mit Sternchen. Drück ihn doch bitte mal. Gut, wir gehen nach oben. Mann. Jetzt will ich hier oben aber auch irgendeine schöne Belohnung kriegen, ja? Also, das ist ja... Der Tyrant, die alte Drecksau. Kommt da einfach mal an der Stelle vorbei, wo man absolut nicht ausweichen kann. Sag mal jetzt nicht, hier oben gibt's gar nichts. Okay, hier gibt's was zum Lesen zumindest. Der Trennschalter wurde zerstört. Der Strom scheint von einem Reserveaggregat zu kommen. Das haben wir ja schon mal gehört. Lesen wir doch mal eine Runde. Ach so, das ist gar nichts zum Lesen. Eine Systemplatine. Ja, wir stecken sie mal ein. Wir schauen später mal, was wir damit anfangen können. Momentan habe ich noch keine Ahnung. Mehr scheint es hier oben auch nicht zu geben. Die wird schon irgendeine Bedeutung haben, aber momentan weiß ich noch nicht, was für eine. Gut, es musste hier ja irgendwas geben. Der Tyrant ist schon wieder weg, das macht mir irgendwie Sorgen. Es musste hier ja eigentlich irgendwas geben, das für den Spielverlauf wichtig ist, denn wenn der Tyrant da kommt, wenn man dort lang geht, dann muss es ja irgendwie vom Spiel bedeutsam sein oder für das Spiel bedeutsam. Gut. Okay. Das sieht sehr zufriedenstellend aus, wie der Zaun da eingeknickt ist. Das ist beruhigend. Sehr beruhigend. Noch mehr grüne Kräuter. Ist ja Wahnsinn. So, bloß mal wieder markieren. Also wir haben extrem viel Heilzeug irgendwie parat. Ich glaube, wir müssen irgendwie das Wasser abstellen. Kann das sein? Mal kurz auf die Karte schauen. Ja, es sieht so aus. Die Frage ist, wo? Durch das rauschende Wasser hindurch sehen Sie eine Art Gang. Also ich würde mal so sagen, du hast da ein Geländer, an dem kannst du dich festhalten, während du da durchgehst. Also, wenn du dir ein bisschen Mühe gibst, schaffst du es, dort lang zu gehen, ohne das Wasser abstellen zu müssen. Aber, naja. Resident Evil Logik und so, ne? Okay, schauen wir mal, wo wir hier irgendwas abstellen können. Ich habe momentan noch keine Ahnung so richtig. Kann ich denn mit dem Ding irgendwas anfangen? Ein kleiner Generator. Er scheint total kaputt zu sein. Schön. So, jetzt muss ich nochmal ein Ventil zum Steuern des Wasserflusses durch das Rohr. Damit brauchen Sie sich nicht zu befassen. Wirklich? Bist du dir sicher? Ich wäre mir nicht so sicher. So, wir schauen nochmal kurz, ob es hier drüben vielleicht noch irgendwas gibt, was wir noch bedienen können. Oder wo wir eine Platine einsetzen können. Kann ja auch sein. Ich muss sagen, ich neige sehr dazu, bei der nächsten Gelegenheit mal zu speichern, nachdem wir den Tyrant ohne getroffen zu werden weggeklatscht haben. Der Trennschalter wurde zerstört, das hatten wir ja schon. Brauchen wir irgendwo eine Platine? Das sieht nicht so aus, oder? Aber die weisen immer so auf ein Reserveaggregat hin, das finde ich irgendwie auffällig. Nee, ist auch nichts anderes. Na gut, dann probieren wir es vielleicht ein bisschen weiter oben. Ich weiß nicht. Muss ja aber, theoretischerweise. Probieren wir es doch einfach mal. Ich frage mich bloß,
Warum ist der Tyrant jetzt eigentlich aus der Brühe hier aufgetaucht? Hat er sich dazu entschlossen, spontan ein Bad zu nehmen? Oder wie kam das jetzt? Was genau hat er da in dem Wasser gemacht, frage ich mich. Hier vielleicht irgendwas? Nein? Oh, hier, warte, das sieht doch aus, als ob man hier was einsetzen könnte. Ah, das Bedienfeld für die Gondel. Gondel? Was für eine Gondel? Die Systemplatine fehlt. Ohne die Systemplatine empfängt die Gondel keinen Strom. Glück gehabt, wir haben, was wir brauchen. Rein damit. Die Gondel erhält wieder Strom. Ach, okay, wir müssen wahrscheinlich eine Brücke bauen aus Kisten. Das ist irgendwie sehr verwirrend. Können wir irgendwas damit machen? Ach, wir sollen uns da reinsetzen? Rebecca würde sicher hineinpassen. Na, herzlichen Glückwunsch. Viel Spaß. Viel Spaß. Die muss auf ihren Gott vertrauen haben, wenn sie in so eine komische Kiste steigt. Okay, wir haben es rüber geschafft. Wir müssen ja sowieso bloß bis zu der Tür kommen, die von der anderen Seite verschlossen ist. Aber ich würde sagen, erstmal kurz auf die Karte schauen. In K8 sind wir. Ah, okay. Wir müssen theoretischerweise nur nach nebenan gehen und da die Tür öffnen. Sehe ich das richtig? Ja, ich glaube schon. Ich glaube, der Raum, den wir hier jetzt zwei Räume nördlich von uns schon betreten haben, das ist, glaube ich, der, an dem wir Billy gefunden haben. Wir schauen mal. Erstmal schauen wir hier vor allem, was es denn hier Schönes gibt. Es passiert nichts. Scheint kaputt zu sein. Außer lustigen Hemden, die hier rumhängen. Und flackernden alten Monitoren. Da ist ein Hebel für die Schleuse. Hebel umlegen? Ja, bitte. Am Ende müssen wir vielleicht gar nicht irgendwie großartig hier getrennt rumlaufen. Das erledigt sich vielleicht ganz von alleine, wenn wir hier die Schleuse doch betätigen können. Ah, sehr schön. Gut, damit können wir jetzt auch Billy nachholen. Wir schauen uns aber trotzdem noch mal ein bisschen weiter um hier. Oh, Säuregranaten. Sehr nett. Nehmen wir gleich mit. Das Hemd einer Arbeitsuniform. Die Taschen sind leer. Ach, hier haben die Leute, die ihren nackten Gangbang da gefeiert haben, also ihre Klamotten gelassen. Siehst du mal. So, die stecken wir mal für Billy ein. Der freut sich sicher über ein kleines Vorweihnachtsgeschenk oder so. Die Treppe ist hin. Sie müssen einen anderen Weg nach unten finden. Welche Treppe ist das? Aha. Ja gut, macht ja nichts. Wir schauen trotzdem mal kurz drüben vorbei. Und ansonsten, vielleicht können wir auch einfach wieder unsere nette Transportgondel betreten. Wer weiß. Ich meine, war ja ganz bequem gewesen eigentlich, nicht wahr? Nix da, vergiss es. Ich gehe. Kannst alleine machen, deine Scheiße. Ja, wir kommen mal zurück, wenn Billy dabei ist. Und dann kümmern wir uns um den kleinen Freund. Die Gondel ist angekommen. Okay, ich glaube, ich kann nicht mehr zurück mit Rebecca. Wie machen wir das denn? Dann spurte ich, glaube ich, mit Rebecca schnell zur Treppe hinüber und gehe einfach nach unten. Im großen Vertrauen, dass da nichts kommt. Oder wir gehen einfach mit Billy, genau. Wir nähern uns... Ja, da ist die Zunge zu langsam. Wir nähern uns erstmal mit Billy an. Und schauen mal, ob da alles sicher ist. Auf nach unten mit dir, mein Freund. Er müsste ja jetzt eigentlich ganz gut durchkommen hier. Wir schauen mal. Vielleicht kommen ja jetzt hier auch plötzlich irgendwelche Viecher an, die den Zaun kaputt gemacht haben.
Oder vielleicht war das auch der Tyrant, der hier den Zaun kaputt gemacht hat. Wer weiß. Der nimmt ja gern unorthodoxe Wege. Ich meine, er schlägt sich durch Metalltüren durch. Er schwimmt im Brackwasser. Huh! Alter! Was ist das denn? Schnell hoch! Ein Frosch? Wirklich ein großer Frosch? What the fuck? Was geht mit euch ab? Was habt ihr denn geraucht, ey? Alter! Ein großer Frosch? Was geht denn mit euch ab? Okay, ich sehe, das ist eine Sackgasse. Das ist schlecht. Ich glaube, ich muss mit Rebecca kommen hier. Wir schauen erstmal kurz uns hier um. Ein Zombie? Irgendwo zumindest. Die Treppe ist eingestürzt. Er klingt aber sehr unzufrieden, muss ich mal so feststellen. Nochmal kurz auf die Karte geschaut. Okay, er ist dann hier um die Ecke wahrscheinlich. Wir müssen bloß schauen, dass wir nicht voll in den reinrennen. Ach hier, sieh mal an. Ja, dann nehmen wir uns der beiden Freunde mal an. Ho, 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 ho. Alles gut. Alles unter Kontrolle. War immer so geplant. So, dann können wir mal kurz noch hier den einen Schuss nachladen. Lohnt sich zwar nicht so sehr, aber egal. Mensch, euer Gangbang war aber ziemlich ausgedehnt, oder? So, die Gewehrmuni nehmen wir gerne mit für Rebecca. Da gibt es dann ein großes Austauschen zwischen den beiden, wenn sie sich wiedersehen. Ich glaube, hier kommen wir nicht durch. Da ist ein Magnetkartenlesegerät. Okay, wir haben keine Magnetkarte. Ja, es ist verschlossen. Wir hatten jetzt aber hier noch eine andere Tür, ne? Aber an die bin ich nicht dran gekommen. Wir schauen mal kurz. Ich weiß nicht, ist irgendwie bei Rebecca eine Magnetkarte gewesen? Ich glaube nicht, ne? War das die Tür? Nochmal kurz auf die Karte geschaut. Ne, von da... Doch, okay, das ist die Tür. Die Tür wurde aufgeschlossen. Ah, sieh mal an. Sehr schön. Hätte ja auch sein können, dass die andersrum zugeschlossen ist. Ist hier jemand? Scheint nicht der Fall zu sein. Da oben glitzert doch schon wieder was. Das sieht aus, als könnte es eine Batterie sein. Was ist das? Eine Art Insekt, das in bioorganischer Flüssigkeit aufbewahrt wird. Okay, ich glaube, das sind einfach bloß die großen Kakerlaken. Also das Vieh, das oben ist. Die Kapsel wurde zerstört. Da ist nichts mehr drin. Außer einer bösen Vorahnung, dass uns das Vieh da oben gleich besuchen wird. Aber das wissen wir ja schon bereits eigentlich. Oben auf dem Regal steht etwas. Allein kommen sie da nicht ran. Ah, das klingt nach Huckepackarbeit. Okay, dann ist der Weg klar. Wir müssen erstmal hier die Kakerlake wegräumen. Dann müssen wir uns wieder zusammentun. Und dann die Batterie wieder startklar machen. Ich werde mal ganz kurz... Wobei, das lohnt sich nicht so wirklich, ne? Jetzt hier mit dem Granatwerfer... Ach komm, was los? Scheiß drauf, wir haben's doch! Zack! Halt die Fresse! Woo! So, Entschuldigung. Manchmal geht's mit mir durch. Ah, damit hätten wir das jetzt auch geklärt. Rebecca, komm noch mal vorbei. So, sie langweilt sich schon ganz schön hinter der Tür. Okay, wir sind wieder zusammen. Schön. This way. Ja. Ja. So, dann können wir hier mal ein bisschen austauschen zwischen den beiden. Das wird getauscht. Und. Ja, da müssen wir natürlich auch mal die beiden kombinieren hier. 7 Schuss, ist das der Standard? Ne, 8 gehen rein, oder? Ne, doch 7, okay. Wusste ich jetzt nicht mehr genau, wie viel. Wir nehmen die Munition mal zu Rebecca rüber. Nicht kombinieren, austauschen. So. Jeder hat wieder eins frei. Und ich würde sagen, wir drücken auch Rebecca wieder die Pistole in die Hand.